Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zum Restrundenstart in der Lotto-Hessenliga. Mein Name ist Jonas Schulz und ich begleite euch wieder einmal durch die wunderbare Welt der stärksten Fußballliga Hessens. Wir starten heute rein mit dem Topspiel der Woche, Flieden gegen Friedberg. Zwei Teams mit einer enormen Fanbase, zwei Teams, die aktiv gegen den Abstieg sich wehren. Die Hausherren sind aktuell auch richtig gut drauf, haben vor der Winterpause ja zweimal in Folge gewonnen und auch heute geht die Buchonia als Sieger vom Feld. Lukas Hagemann gelingt der goldene Treffer und somit auch der Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze. Endstand hier 1:0. Der FCE der Bergland ist noch so ein Kandidat im Tabellenkeller, der vor der Winterpause richtig Gas gegeben hat und somit die Hoffnung wieder entfacht hat, doch noch die Klasse zu halten. Und der Gegner heute, die SG Barockstadt, kommt vorne nicht zu Toren und lässt hinten die kleine Lücke für diesen Vertikalpass. Manuel Todt hat die Führung auf dem Fuß. Ja, was macht er denn? Das ist Weltklasse. Das ist erste Sahne. Das ist die Führung für die Allendorfer. Wie cool kann man bitte sein? Die Außenseiter führen und machen hier tatsächlich noch ein zweites. Fast 70 Minuten sind rum. Da fahren die Gäste den nächsten Konter. Gewinnbringend nach Hause. Miss auf Todt. Der gefühlvoll für Ernis Hidic, der sich die Ecke aussuchen kann. Was ein Paukenschlag. Der FCE der Bergland boxt die Barockstädter K.O. und gewinnt hier mit 2:0. Unfassbar. Sprung in den hohen Norden. Kassel empfängt die stark gebeutelte Mannschaft aus Neu-Isenburg. Aber auch Kassel hatte einen harten Winter. Der Punktabzug tat richtig weh. Und der Fehlpass, der tut auch richtig weh. Darius Stange ergaunert sich geschickt den Ball und fährt dann die Ernte ein. Die Spielvereinigung 03 ist tatsächlich vorne und das im Aue-Stadion. Ist das etwa der Tag der kleinen Teams? Kann auch Neu-Isenburg punkten gegen den Favoriten? Die haben auf jeden Fall was dagegen. Setzen hier gut nach. Anschließend zur Ecke. Da brennt lichterloh im Strafraum. Und dann ist es Mahir Salik, der das Ding schlussendlich über die Linie drückt. Der Neuzugang zahlt das Vertrauen des Trainers direkt mit einem Treffer zurück und zeigt der Lotto-Hessen-Liga, hey, dass trotz seiner 36 Jahre mit ihm absolut zu rechnen ist. Kassel hat jetzt Blut geleckt. Es läuft immer noch der erste Spielabschnitt. Dieser Freistoß, eigentlich was für Merle, der aber wegen einer fiebrigen Erkältung fehlt. Sanchez übernimmt, Schmer schiebt ins Zentrum und zack, ist das Spiel gedreht oder nicht? Im zweiten Anlauf zappelt er dann aber im Netz. John Mogge ist der Torschütze. Kassel wird nun der Favoritenrolle gerecht. In der zweiten Halbzeit hätte der KSV noch zigmal treffen können. Doch Pustekuchen, die Partie bleibt offen bis zum Treffer von Nael Nadja. Kurz vor Schluss. Das Endergebnis bleibt aber das gleiche. Kassel schlägt die Spielvereinigung Neu-Isenburg mit 3:1 und bleibt dran am Spitzenduo. Griesheim gegen Hünfeld. Da ist auch ordentlich Druck auf dem Kessel. Verlieren quasi verboten gegen die direkte Konkurrenz. Wir starten rein in der 20. Spielminute mit diesem Einwurf für die in blau gekleideten Gäste. Der scheint erstmal geklärt, doch der HSV taut die Pille nochmal in der Mikro auf. Ist wieder heiß. Und unter freundlicher Mithilfe der Gastgeber buxiert Maximilian Fröhlich das Ding über die Linie. 0:1, Hünfeld träumt vom Auswärtssieg. Den Rückstand lässt der SC aber nicht lange auf sich sitzen und kommt dann besser rein. Zweiter Abschnitt hier schon. Die Ecke ist kurz ausgeführt, die Flanke kommt butterweich und Elmir Muhic gleicht aus für die Zwiebelstädter. Großer Jubel. Wer schnappt sich nun den Dreier? Kurze Antwort, der HSV. Eine Stunde rum. Die Herren in Blau beschleunigen das Geschehen. Griesheim kann hier in allerhöchster Not noch klären. Doch direkt in die Füße des Gegners. Und dann kommt der große Auftritt von Maxi Fröhlich. Umkurvt da alles, was laufen kann. Und versenkt das Spielgerät zielgenau da, wo es eben hin muss. Hünfeld gewinnt denkbar knapp mit 2:1 in Griesheim. Und bringt noch mehr Würze in diesen Abstiegskampf. Ebenfalls unten drin in der Tabelle stehen der FV Bad Vilbel und der FSC Lohfelden. Die Favoritenhose muss sich allerdings der Aufsteiger anziehen, die hier nach 22 Minuten per Kopf in Führung gehen. Uslu mit seinem dritten Saisontor für die Grün-Weißen.
Die Partie weitestgehend ausgeglichen, wodurch das Tor durch Uslu für den Sieg reicht. Größter Aufreger im zweiten Abschnitt, die rote Karte für Adnan Alik, der hier zu spät einsteigt. Doch es bleibt dabei, der FV gewinnt mit einem Torunterschied gegen Lohfelden. Rot-Weiß gegen Schwarz-Weiß heißt es in Niederhadamar und die angereisten Fans sehen ein taktisch spannendes Spiel mit zwei Kontrahenten auf Augenhöhe, bis Malcolm Phillips diesen Freistoß aus 40 Metern reintrümmert. In der Lotto-Hessen-Liga ist einfach alles möglich. Newton dreht sich im Grab rum, wurde bei diesem Pferdehuf glatt um die Schwerkraft betrogen. Der stärkste Aufsteiger der Liga hat mal wieder zugeschlagen. Hadamar schmeißt darauf alles nach vorne, wollen hier die Niederlage noch abwenden. Doch in der Nachspielzeit wird ihnen das zum Verhängnis. Eddersheim kontert und trifft. Leonardo Bianco schiebt nach dem Querpass ein und lässt seine Farben jubeln. Hadamar bleibt auf der 4, Eddersheim klettert auf die 8. Fehlt nur noch das Sonntagsspiel zwischen dem VfB und dem Liga-Primus aus Gießen. Da unser Filmer wegen des Karnevalumzugs nicht den Bus nehmen konnte, das ist kein Witz, das erste Tor des Tages zur Verfügung gestellt von drei Ecken, ein Elfer. Gießen geht in Front nach nur 5 Minuten. Barbaros Koyunshu da zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sprung in den zweiten Abschnitt. Gießen spielt auf Sparflamme, machen sich mit vielen Fehlpässen das Leben selber schwer. Ginsheim bleibt cool, kommt über Nils Fischer mit Tempo über rechts und schon klingelt es. Das ist der Ausgleich. Der VfB Ginsheim schnuppert an der Überraschung zum Spieltagsabschluss. Mann, das wäre eine Nummer, wenn Ginsheim gegen Gießen punkten kann. Doch viel Zeit bleibt nicht mehr und es läuft der letzte Angriff. Und da ist er, der Neuzugang aus der Regionalliga. Das ist Cancemil Özer. Das ist der Siegtreffer. Özer gerade erst aus Dreieich in Ginsheim gelandet. Mit seinem ersten Tor für den VfB. Und mit was für einem. Die Punkte bleiben zu Hause. Alle Highlights und Interviews, wie gesagt, bei drei Ecken. Ein Elfer. Da war wieder einiges drin. Hier nochmal alle Ergebnisse des Wochenendes in der Übersicht. Bedenken Sie, Alzenau und Baunatal treffen sich nach Absprache erst im Mai. In der oberen Tabellenhälfte tut sich nicht viel. Kassel bleibt dran, Ginsheim trotz Big Point Achter. Unten muss sich Neu-Isenburg mit der roten Laterne anfreunden. Es geht unglaublich eng zu. Mal sehen, wer den Aufwärtstrend beibehalten kann. Bei den Torjägern bleibt auch alles beim Alten. Keiner der Jungs konnte treffen. Und das war sie dann auch schon. Leider unsere erste Torshow im neuen Jahr. Hat mal wieder richtig Laune gemacht und kann dann nächste Woche doch gleich so weitergehen. Bis dahin, machen Sie's gut.